So, neuer Tag. Glück gehabt. Ich hätte fast verzweifelt ob diese Quest. Aber jetzt machen wir kurz mal den Hello. Ja, willkommen, Leute. Der ist sogar stärker, als ich gedacht habe. Oh je. Schaffen wir den allein? Ich glaube eher nicht. Na gut. Dann werde ich das einfach später machen. Ach komm, hey. Gut. Dann kann man ihn nicht mal besiegen. Oh, was ist das für ein Spiel, lieber Entwickler? Was macht ihr für dumme Sachen? Na gut. Bis zum eigentlichen Part. Gleich. Tschüss. Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zum Let's Play von Let's Show von Champions of Regnum. Nun gut, ich glaube, ich benenne es bald um. Ja, der beste Fan kommt mir bei Hello helfen. Das möchte ich euch kurz zeigen. Der ist irgendwo da oben. Da ist er. Ich glaube, er sollte vielleicht anfangen, oder? Ja, er greift an, okay. So, weil das ist, ja. Und er hat gesagt, die zwei ersten Anhänger, die sind noch für alleine. Also, die gehen noch alleine. Und danach, ja. Die zwei späteren Anhänger, glaube ich, den Feuer und den Wasser oder Erde. Der, der muss ich dann wieder mit dem besten Freund Sadie machen. Gut, ja. Er hat gesagt, ja, es ist momentan nichts los, weil alle in Inni sind. Oh. Bye. Gut, ich gehe mal aus dem Party-Modus. Party verlassen. So. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Party funktioniert. Es kann nämlich sein, dass ich dann weniger Erfahrung bekomme, weil es irgendwie aufgeteilt wird. Die Quest eventuell auch. Und das möchte ich verändern. Nicht gegen dich. Du bist ja sowieso einer der nettesten. So, und dann gehen wir wieder runter. Wir müssen dort runter. Wieso müssen wir jetzt dort runter? Ich habe einen Spieler von Ignis töten müssen. Und ja, habe das mal ganz easy geschafft. Ich bin einfach zum Samar fortgegangen und habe das verteidigt. Und dann kamen mehrere Opfer, die ich natürlich alleine easy besiegen konnte. Sie waren nur Level 60. Nein, nein, ich habe sie mit anderen Dingen, aber es zählte einfach. So. Okay. Ja, ich habe jemanden gesucht und dann habe ich gesehen, oh, er ist online und dann... Ja, hat er mir geholfen, direkt. Wunderbar, oder? Ja gut, was müssen wir hier machen? Doch, jetzt... Wieso müssen wir immer im falschen Eingang rein? Wieso kann man nicht einfach hinten rein? Das ist eigentlich das einzige Spiel, was uns zwingt, in Gebiete gehen zu müssen. Nacheinander sozusagen. So. Naja. Sagen viele Hallo. Ich weiß, ich bin der Einzige, der Hallo sagt, aber ich sage einfach Hallo. Als Prinzip und als Höflichkeit. Bis ich dann wieder mal angeflammt werde. Jetzt hör auf, hör mal Hallo zu sagen. Ich mach's nur einmal pro Tag, also bitte. Okay, zweimal pro Tag, morgens und abends, stimmt. So. Gut, dann geben wir die Quest ab. Und die andere mache ich wieder
auf Video. Und warte, bis wieder Kriegs-, also Reichsschlachten gibt. Das ist momentan nur Ignis hat Manny eingenommen. Zurückerobert, okay. Kill Baby. Gut schauen. Aha. Dann zwingst du uns noch neben Birka durchzugehen. Okay, gut. Aber denke ich mal, in. Nein, in Gokstadt ist gar nichts. Gehen wir in Monsognir. Nach Monsognir. Gut. Also wenn man jetzt die ganze Zeit Schweizerdeutsch redet, dann hat man ein bisschen Probleme mit der Grammatik und so. Nur damit ihr nicht wundert, dass ich manchmal falsch beginne oder so. Eigentlich zu 100% rede ich nur im Let's Play und mit hochdeutschen Kollegen. Sollte mehr Hochdeutsch reden, ich weiß, aber ist eine schwere Sprache. Schweizerdeutsch, also Baseldeutsch, sollte Weltsprache werden. Aber wirkliche Weltsprache, nicht so wie Englisch, wo viele Schweizer und Deutsche und so nicht sagen können. Der Gül. Wie spricht man das aus? Gül. Gül. Chill. Das weiß ich. Das weiß ich. Ah, das weiß ich. Ja, das weiß ich. Zeki. Was sind das für Namen? Ich bekomme Knoten in der Zunge. Eben. Ist das jetzt wirklich die Hello Quest noch? Master Lord, Anführer der Orks. Ja, scheinbar schon. Ist das jetzt wegen Ra, dass das alles auf Englisch ist? Oder war das in Valhalla auch so? Weiß ich gar nicht mehr genau. Und was macht eigentlich ein Dunkelelf hier? Ha! Emigranten. Gut. So. Danke. Ich möchte gern. Wie viel gibst du mir? Ja, wenig. Ja, jetzt muss ich Igen töten. Ja. 5 Stück. Genau, mit Level 32 5 Stück. Das wird schwer. 3 Verfassungen, ich habe einen besseren. Ja, Verfassung ist ja eigentlich eher Leben. Ist nur Leben. Da. Maximal gesandt und den damit den Schaden. Okay. Widerstand. Widerstand und Leben. Und Ausweichchance 15 ist schon gut. Chance kritisch ist auch offensiv gut. Also schlechter. Sie hätten da irgendwie etwas für einen Vergleich oder so machen können. Hat ja Diablo 3. Also. Gut, die Quest ist abgeschlossen. Ja, gehen wir noch zu Janer. Und dann mache ich den Part irgendwann später weiter. Wenn du mal was los ist hier im Spiel. Was das ja für Level 60er ist, aber nicht für Level 32er. Aber wir haben so wenig Parts gemacht und sind schon so weit, das geht schnell. Da bist du. So. Ein Brief. Oh je. Natürlich. Langweiligere Quest geht's nicht. Geht nicht mehr, oder? Na gut. Die Entwickler waren halt unfähig.
Kamerabug. Komisch. Oh. Oh ja. Was, ein Ring, ein Diamant von Geisterschlachten? Ah, jetzt beginnt es. Oh je. Oh je. Also komm, wir machen weiter. Ich sehe fast nichts. Wir müssen schon unten durch, aber ich bin zu faul. Ha! Na! Gut. So, da hoch. Ego-Shooter. Ja, Werwolf. Spielen wir ein bisschen Ego-Shooter, oder? Ego-Shooter mit Wartezeiten. Ja, sieht jetzt nicht so so gut aus, aber ja, mal ein bisschen anders spielen. Ja, das sind halt gelbe Gegner. Brauchen wir ein bisschen länger. Ah, wieso 10 Stück? Ist halt einfach frech. Blöde Entwickler. Hi. Ja. Man könnte viel sagen, was die Entwickler besser machen können, hätten, tun. Aber, ja, sagen wir so, die waren ja extrem arm. Die haben arm begonnen, haben den Erfolg gar nicht bekommen und haben irgendwie das Geld gesammelt und jetzt haben sie wieder genug Geld, um ein paar Entwickler einstecken und die ein paar Patches machen. Ja. Aber der letzte Patch ist jetzt auch schon zwei Monate her, nicht 2 Jahre. Ich hoffe, es kommt noch einer, der ein bisschen besser als der letzte war. Etwas bringt. Und ja. Hey, ich bin Bogen. Ich bin nur ein Bogen. Nein, dich töte ich jetzt nicht. So eine Frechheit. Gott, oh Gott. Will der mich einfach besiegen? Bisschen enttäuscht, gell? Ah, oh, wie heißt jetzt der Name schon wieder von diesem... von dieser Nervensäge? Ich will nicht sagen, welcher Film ich meine. Fällt er mir ein. Er fällt mir nicht ein. So sieht irgendwie aus. Es ist ganz eine andere Rasse. Es sieht ganz anders aus, aber... ja, der Gesichtsausdruck und so. Hm. Mal schauen, ob ihr drauf kommt. Es ist ein Science-Fiction-Film, der recht berühmt ist. So. Und es ist ein Nebencharakter, aber einer, der richtig auf den Keks geht. Gut, jetzt habe ich genug gespielt. Also genug
geholfen. So, jetzt rächen wir. Töten die Bestie, die uns erledigen wollte. Gut. 5, die Hälfte haben wir. Hm. Glaube ich, eines der schlechtesten gemachten Nebencharakter und noch so zufällig ist es immer einer, der alles falsch macht und außersehen kaputt macht. Nun gut. Ah, ein komischer Name. Und ich bin kein Fan von dieser Serie. Nicht Serie. Ja, Filmserie. Aber keine TV-Serie oder Internetserie oder so. Hm. Und es kommt bald ein neuer. Jetzt ist es ab Fehlzeit. Schaut nach für mich, bitte. Und die Wölfe, die sind schwer aufzutreiben. Sie sind rar. Da haben wir noch einen. Oh, der sieht gefährlich aus. Oh. Hallo? Gut, wir haben noch viel Leben. Können wir gleich den nächsten angreifen. Gut. Und dann noch einen. Hm. Rennen. Ah, ja. Ohne den Skill Beweglichkeit haben wir keine Beweglichkeit, oder was? Ein logisches Denken. Ja, toll. Liebe Entwickler. Wenn ihr Gegner einbaut, baut sie doch nicht nur zu dritt oder zu viert ein, sondern zum 20. Oder habt ihr Probleme bei vielem Darstellen? Da müsst ihr eigentlich die Schlachten auch immer wieder niedriger machen. Ist einfach nur nervig. Hab ich immer gewartet schon, seitdem ich das Let's Show. So. Okay, jetzt das nächste. Zurück nach Munzognir. Dann mal wieder eine Reichsquest annehmen und ja, vier andere, eine andere. Die eine abgeben und eine andere noch annehmen. Jo. Gut, wir müssen hier nach oben, denke ich mal. Nicht? Fächert. Darunter. Sodele. Gut, dann ist sie da oben. Oh. Kommt mal zu schlecht drauf. Schon fertig. Okay. Wir haben dort oben die zwei Quests von den Spielern.
gegenspielen. Wir haben die Schützenquest noch mit dem Magneten. Hallo? Jetzt. Da hinten ist noch eine, hä? Kataptas Paie. Eurin. So, nehmen wir die Quest noch an. Okay, wieder Redequest. Oh, nerven die. Wie baut man gut Quests in MMORPGs ein? Man macht einfach ein paar Grinde und ein paar Redequests. Und die Spieler werden von Freude umhertanzen. Sie werden Emotion einsetzen. Sie werden allen beweisen, dass sie die besten Grindequests machen sind. Und dann sterben zuerst die Spieler und dann die Entwickler vor Langeweile. Jetzt müssen wir nach runter gehen. So Laufequests sind auch immer toll. Gut. Ich habe gesehen, dass ich recht stark gegeneinander Spieler bin. Nicht im Schaden her, sondern von der Reichweite. Ich habe so viel Reichweite gemacht, dass ich einfach außer Reichweite von den anderen Schützen war und sie konnten mich nicht angreifen. Aber das Problem ist, wenn dann Barbaren kommen auf mich zu, dann sterbe ich. Wieso sterbe ich dann? Keine Ahnung. Wenn die irgendwie 1500 Schaden machen. Na gut, ist nicht so viel, aber es gab Barbaren, die 4000 Schaden machten, das weiß ich. Hab's schon mal erlebt, ganz früher. Aber so richtige Veteranen. Ich müsste die irgendwie erkennen. Ich weiß jetzt nicht, wer Ding ist, aber ich werde es wahrscheinlich fühlen dann. Wenn ich auf Level 60 noch One-Hit bin oder so, dann fühle ich es, wer die Veteranen sind. Oder einfach die Spieler, die sich das Ganze erkauft haben. Das ist auch wieder etwas, das halt ein MMORPG schlecht macht, wenn man alles sicher kaufen kann. Und das ist Regnum. Eigentlich nur ein Haltungsspiel, kein Erfolgsspiel. Aber ich rede wieder mal, ist schlecht, das Spiel. Ich weiß. Ich bin halt ein kleiner, verwöhnter Junge, der nichts anderes machen kann, als Spiele beleidigen. Wir haben sowas von Sinnvolles jetzt gemacht. Einen Umweg gemacht, hätten direkt nach oben können und von oben runter. Zwei Schädel eingesammelt und jetzt wieder zurücklaufen. Den Umweg. Wir müssen den Umweg nehmen. Versteht ihr? Jetzt können wir aber hier hoch. Mano. Ja, wir müssen sogar hier hoch. Gut. Nein, das ist nicht ein guter Weg. Schade, keine Abkürzung. Man darf keine Abkürzung nehmen. Was ist denn das für ein böses Spiel? So. Und natürlich jetzt noch weiter. Ja, direkt nach Monsonier. Gut.
So, noch eine Quest abgeschlossen. So ist es richtig stimmig. Aber, ja, so auch. Aber es gibt so wenig Details in bestimmten Gebieten. Ein bisschen Stimmung einfangen und ein paar Bugs und so Glitches entfernen, dann wäre das Spiel schon wieder viel besser. Das braucht halt einige Zeit an Entwicklung, aber hey, ich würde das kostenlos machen. Wenn ihr mir zeigt, wie ein guter Editor, ich hoffe, die haben wenigstens etwas, das man ein bisschen optisch darstellen könnte. Aha, und jetzt müssen wir wieder den gleichen Weg runter machen. Ich fühle mich gerade viel zu verarscht. Ich fühle mich, als hätte ich Arsch im Gehirn. Verarschungen, schlechte Sachen im Gehirn. Oh, schaut euch diese Laterne an. Die sieht so realistisch aus. Gut, das ist übertrieben. Aber es ist wohl eine Wahrheit. Sie ist schon schön. Frechheit. Eine absolute Frechheit. Es ist kein Gegner in der Nähe. Das Spiel sollte da ein bisschen schauen, dass man dann wegen einem kleinen Stürzchen doch schnell wieder auf das Pferd kommt. Oh, Mann. Ja, genau. Leutchen, motiviert mich bitte. Gebt ein Like. Und schreibt ein paar Kommentare. Und schaut euch dieses Blattwerk an. Nadelwerk. Gut. Großer Albino-Bär. Seht ihr, ich bin schon müde. Das ist aber nur eine. Ich will wo zwei sind. Sonst muss ich weit laufen. Da sind zwei. Mehr als zwei. Der Geist hier, welches Level hat der? Ah, das ist gar kein Geist, Alter. Das sind riesigen. Okay, falschen. Das sind große. Gut. Jo. Kommt natürlich nichts. Die Drops ein bisschen hochschrauben. Müssen nicht unbedingt die starken Items hochgeschraubt werden. Aber einfach mehr Items. Ist der Wassertaube? Gehört da nicht ein Geist dazu? Da. Nein. Nee, ich glaube. Der Wassergeist, der Luftgeist weiß ich wo ist, der Feuergeist weiß ich wo ist, der Erde glaube ich, aber der Wassergeist weiß ich nicht wo er ist, der muss doch dort sein, oder? Ja, werden wir dann sehen. Schön, da können wir wieder den Umweg, nicht den direkten Weg dort nach oben. Oh, wir doch einfach hier direkt nach oben. Gottchen. Da oben drüber. Na gut. Großes Albino-Bärenfell.
Für was brauchen die so viele Fälle? Ja, schon für Rüstung und so, aber... Wenn man sie auch würde verwenden können mit Crafting. Dass dann auch Wasser lohnenswert ist. Okay. Die Entwickler hatten keine Zeit dafür, ich weiß. Das Spiel ist einfach schon 10 Jahre. 9 Jahre also. Keine Ahnung. Die Entwickler hatten in diesen 10 Jahren auch keine Zeit. Wollten ja auch nie erfolgreich werden. So. Noch eine Quest. Cool. Eine Quest, die in ein anderes Gebiet führt. Ich fühle mich schon wieder ein bisschen aufgehärtet. Oh je. Ja, das ist das. Klar. Es gibt nur eine Höhe. Das ist die ausgetrockene Höhle. Es ist trocken voller Humor. Also kein Humor. Es ist zu trocken für Humor. So. Gut. Dann ab nach oben. Schauen wir, dass wir das noch knacken in diesem Part. Ja, was ist es denn? Sich der Luftgeist töten. Luftanhänger. Ich habe einen Anhänger. Gehen wir zum Matterhorn. Ja. Meister, haben wir doch schon besiegt, hey. Für einen Meister müssen wir doch nicht da hochgehen. Toll, und jetzt? Monster. Ich kann nicht mehr. Also irgendwann brauche ich eine Pause, dann kommt vielleicht ein oder zwei Tage keine Regnung mehr. Oder nur Scherzvideo. Ja, ich sollte bald mal Scherzvideos machen. Gut, gut. Ja, ja, ja. Das ist doch das Matterhorn, oder? Nein, da ist da drüben. Das ist die Duforspitze. Der höchste Berg der Schweiz. Es ist so viel los. Ja, da im Handelsstädt natürlich. Das sind halt auch die Idioten. So. Okay, ein Medaillon von einem Meister. Okay, eine Kiste öffnen. Was? Der konnte das nicht selber machen? Ja, ja, und jetzt müssen wir zu einem anderen. Und der ist da oben natürlich wieder dieser Vollpfosten. Ja, also, ich beende jetzt den Part. Dankeschön fürs Zuschauen und der nächste Part. Ja, muss ich gucken. Gell? Eventuell werde ich davor zuerst ein Scherzvideo machen, aber ich muss noch... Ja, hilf mir ein bisschen auf die Sprünge. Aber es kommt so bald wie möglich, gell? Also, Dankeschön und gleich auf Wiedersehen. Ich möchte noch kurz das abgeben. Was? Cossack of Alysius? Komischer Name. Cossack. Ist doch ein Spiel. Cossack 3!
Das Rest ist Schweden, glaube ich, oder? Erscheinbar. Hm. Okay, die Quest mache ich dann alleine wahrscheinlich, wenn sie nicht wichtig ist. Sprech mit Gripper. Ja, Gebühr. Also, tschüss, Dankeschön fürs Schauen, auf Wiedersehen und macht's gut.